einen wunderschönen zweiten Advent wünschen wir Ihnen. Wir senden weiterhin live von der Wintermesse und Sie dürfen heute natürlich auch noch vorbeikommen, hier in der Halle 2 sind wir. Und jetzt ist der Christian Johannes Käser hier bei mir, heute unterwegs als Pumpernickel. Genau. Ihr dürft ein bisschen klatschen, ihr dürft ein bisschen mitmachen, liebes Publikum, ja. Genau so machen wir das. Das ist nicht so schwer. Wir bauen euch nachher natürlich gerne ein bisschen mehr einbauen. Das sind ja nicht nur Statisten hier bei uns, oder? Absolut, ja. Geht's dir gut? Ja, sicher. Wieder mal in Winterthur, ist doch schön, ja. Wir haben sehr Freude, dass du heute da bist. Pumpernickel ist ein Vollkornbrot aus Roggenschrot, das ursprünglich aus der westfälischen Küche stammt. Hast du recherchiert? Nein, ja, das ist Wikipedia. Das war nicht gross recherchiert. Aber hilf mir schnell, wie kommt man auf so einen Namen? Also, es ist eigentlich eine Hommage an meinen Opa, weil meine Großmutter hat immer daheim so ein Brot gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie das heisst. Und sie hat dem Opa Brot gesagt. Ja. Und mein Opa hat früher immer so Witzkassetten aufgenommen. Das war recht ein witziger Typ gewesen. Und dann habe ich mich dann irgendwann mal Pumpernickel genannt, als eine kleine Hommage an das Opa-Brot, weil das war tatsächlich Pumpernickel, das ich dort bekommen als Kind. Das ich eigentlich ständig Pumpernickel gegessen. Und du kommst ganz viel Pumpernickelbrot geschenkt über, gell? Ich wollte dir auch noch eins bringen, ja. Also, aber jetzt nicht mehr geschafft. Du glaubst nicht, wie viel Pumpernickel ich daheim habe, wenn die Pumpernickel schenken nach dem Auftritt. So ganze Körbe voll oder so. Bereust du ja. Dann in dem Fall schon, oder? Meine Kinder haben gerne Pumpernickel. Die essen das einmal mit viel Butter und viel Gomfi. Dann ist es immer noch gesund, gell? Dann ist immer noch. Ja, dann ist es nicht so ganz so gesund, aber es ist dann wirklich fein. Pumpernickel ohne etwas drauf kannst du eigentlich nicht essen. Improvisation ist deine Stärke. Du machst Songs, indem dass man dir Stichwort gibt, einfach so zack aus dem Stegreif. Genau, ja, das versuche ich eigentlich, ja. Jetzt wirst du ein bisschen nervös, gell? Jetzt geht's dann gerade los. Ja, ja, so. Wir müssen dich schon erklären. Ich habe vorher gefragt, soll ich dir die Wörter schon sagen? Musst du das irgendwie schon? Und er hat gesagt, nein, nein, er will spontan bleiben und das käme gut. Und jetzt wollen wir mal testen, ob das wirklich gut kommt. Nimmst du vielleicht mal schnell die Gitarre zu dir? Und dann, Nein, wir müssen das ernst nehmen, wenn wir improvisieren, oder? Dass wir auch wirklich improvisieren, dann muss ich die Werte... Das nicht abgesprochen ist, darf ich da schnell das... Dass ich das Glas nicht umschmeißen. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dann davon zu improvisieren. Also, schau, ich gebe dir Wörter und du machst daraus einen Song. Ja, ich kann schon mal ein bisschen anspielen, genau. Du kannst mir irgendwelche Wörter geben und ich versuche... Und ich habe alle Wörter jetzt auf ein Blatt Papier, sonst hätten wir da einen halben Wald kaputt gemacht. Okay, also hast du so viele Wörter, wow. Ja, ich habe ein paar Wörter. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich fange schon an, das Intro. Also, schau. Hey, Vinti. Das sind unsere Intro. Gäste vom Top-Tag-Marathon. Achtung. Wow. Schub, 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 schubidu. Schub, schubidu. Das steht nicht da. Swap, well, ich bin mir... Weißt du, das ist nur ein bisschen einsingen. Muss immer, weil jetzt muss ich mal die Wörter zuerst sehen, oder? Ah. Hey, Vinti, sind ihr dabei? Ich bin leider nicht Don Juali. Ich kann nicht auf dem Barren nur tanzen und auch nicht über Pilzli singen. So gute Witz wie der Peach Weber kann ich leider nicht bringen, aber dafür spiele ich ein bisschen Jazz an der Winti-Mess. Gups, da bau. Ja, ja, drum sag ich hey, wir gehen weiter und sind dann am Ende. Schon fast. Und der Song ist so geil wie ein vom Florian Asch. Der Song ist ein bisschen Jazz und ein bisschen Pop. Und er ist live auf Teletop. Und auch der allerletzte Ton da in Winti mit dir und mit dir und mit dir und natürlich mit der Corinne am Top Talk Marathon. Hey! Danke vielmals! Winterthur! Unglaublich, wirklich. Wir brauchen nachher noch ein paar Freiwillige, die dann da reinkommen und ein paar Wörter aufschreiben. Also wer da Lust hat, der liebe Pumpernickel noch ein bisschen rauszufordern, kann sich jetzt vielleicht schon mal ein paar lustige Wörter überlegen, dass wir das nachher dann auch noch so probieren können. Was fasziniert dich persönlich an dem Improvisieren? Hast du dich jetzt recht auf das eingeschossen, kann man so sagen, gell? Ja,
irgendwann hat es mich gezogen. Also ich habe Theater gemacht, Sprechtheater, Musicals. Und dann habe ich mal einen Workshop besucht, wo reine Improvisation war. Also das war vor etwa 15 Jahren. Mhm. Und dann hat es mich angefangen zu faszinieren, die reine Form von der Improvisation, dass man auf die Bühne geht und nichts hat. Kein Text, keine Regie, kein Bühnenbild. Und so habe ich angefangen, improvisiertes Theater zu machen. Und dann, ich habe früher immer Musik gemacht schon, habe ich mal zusammengebracht das und angefangen, Lieder zu improvisieren. Es ist irgendwo die Herausforderung, wo Spass macht, ja. Was ist genau das Improvisieren? Eben, wo fängt das an, wo hört das auf? Was ist das Improvisieren genau? Wie würdest du das beschreiben? Ja, ich glaube, es ist so einfach, wie es tönt. Du gehst ohne einen Plan irgendwo her und machst etwas. Und das machen wir ja täglich immer. Unser Gespräch ist improvisiert. Wenn du am Abend irgendwie denkst, ich will jetzt noch etwas Feines kochen, machst du den Kühlschrank auf und improvisierst irgendein Menü. Es ist immer improvisiert. Eigentlich ist alles im Leben improvisiert. Natürlich kannst du dich vorbereiten, aber der Moment, oder, was jetzt passiert zwischen uns, das können wir ja nicht planen. Mhm. Und also doch, ich kann es vorbereiten. Ja, du hast Ich habe gedacht, ich mache einen Gag und du mich nicht vorbereiten. Ich habe dann kalte Füße bekommen und dachte, das kannst du nicht machen, das eine halbe Stunde. Da einfach nur improvisieren, wäre dann ein bisschen gore. Aber mein Punkt ist natürlich, auch wenn du vorbereitet bist, ist trotzdem immer Improvisation drin. Ja. Und die, sag jetzt mal, die Extremform, die ich jetzt als Pumpernickel mache, ist, dass man sagt, wir gehen ohne irgendetwas raus und schauen, was passiert. Okay, ja. Also, du lernst das Improvisieren auch, du unterrichtest das auch. Wie kann man denn das lernen? Was sind so... Sicher mal, es einfach zu machen. Es gibt ja so eine Tradition von der Improvisation, so der Freestyle-Hip-Hop. Ja. Gut, die kiffen dann meistens noch eins, aber das ist ein anderes Thema. Das musst du nicht haben. Nein, das muss eigentlich nicht sein. Entschuldigung, wir sind jetzt halb eins. Nein, ist okay. Jedenfalls, die produzieren einfach Reims am Laufmeter. Ja. Und das eine ist sicher mal der Reim, das mal zu trainieren, aber ich bin jetzt nicht so ein Reim-Fetischist. Ich glaube, du musst es machen und du darfst beim Improvisieren nicht vorausschauen, sondern vor allem zurückschauen. Was habe ich schon gemacht? Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber du nimmst das Wort, das da ist, also Peach Weber, als erstes kommt mir in den Sinn Pilzli, weil man kommt aus jedem Pilzli, oder? Kennen da? Im Peach Weber, überall ist Pilzli dran. Und das muss ich dann wie nehmen. Ich habe gar nicht Zeit, um eine andere Idee noch zu suchen. Das heisst, ich muss immer wieder die erste Idee nehmen und deren auch vertrauen. Und umso mehr, dass du improvisierst, also dass du es immer wieder mal machst, umso wohler fühlst du dich dann auch. Greifst aber ja dann gleich wieder auf etwas zurück, das du Erfahrungswert hast. Oder wie viel Mal passiert dir das eigentlich dann wieder? Ich würde sagen, inhaltlich greifst du nicht auf ähnliche Sachen zurück. Ich habe, glaube noch nie, es sind so Wörter vor oder so. Inhaltlich nicht. Ja. Aber musikalisch natürlich kommen manchmal ähnliche Melodien. Oder du trainierst, was du vor allem auch trainierst, ist, wie ist denn die Dramaturgie von einem Song? Jetzt, wenn du singst, aufbaut oder wenn du improvisiertes Theater spielst, die Dramaturgie vom Stück? Du bist ein absoluter Fan vom Improvisieren. Ich persönlich kann es eigentlich noch gern, wenn ich einen Plan habe, wenn ich bis ins letzte Detail weiss, wie ich es möchte haben und das dann noch ausfeilen und dann genau so mit dem arbeiten eigentlich. Fasziniert dich das nicht, oder? Ein genauen Plan zu haben. Einen Plan zu haben, an dem feilen und wirklich dann einen Song machen und immer wieder spielen, bis er sitzt. Weißt, vielleicht ist es auch einfach viel einfacher und ich bin einfach eine faule Sau. Ja. Also. wir wollen mal das Publikum noch mit einbauen. Wer hat Lust, an einem Pumpernickel ein paar Wörter an den Kopf anzurühren? Er macht jetzt dann gerade ein Lied draus. Oh ja. Mag jemand vielleicht schnell Hand anheben, wer da gerne möchte mit dabei sein? Und sonst stunde dann einfach ich noch mal. Hey. Wie ist das eigentlich mit Kind? Geht das auch? Was meinst du, was geht? Kind dürfen da auch, oder? Das ist nachher nicht zu kompliziert. Nein, Kind dürfen nicht. Nein, ich meine natürlich dürfen Kind, ja. Nicht das. Also man soll dich ein bisschen fordern. Also sag dir das Wort. Sehr gerne. Kind eigentlich ist immer am einfachsten. Wie heisst du? Darf ich dich fragen? Lena, ist das richtig? Lena, hast du mir ein Wort? Oder möchtest du, dass ich ein Lied für dich singe, Lena?
Nein, nein, natürlich möchtest du nicht ein Lied über dich. Wer will schon? Aber über möchtest du mir ein Wort sagen, das in diesem Lied vorkommen soll? Irgendetwas? Müsli. Ein Müsli. Müsli. Und was heisst das Müsli? Wie heisst das Müsli? Roberta. Das Müsli Roberta. Ja, ja, draussen ist es Liesli. Und ich höre ein Müsli. Ja, wer ist denn da? Die kleine Roberta. Ja, zum Glück, dass ich ein Schwert habe. Und das hau ich der Roberta. Nein, natürlich nicht. Nein, nein. Nein, das machen wir. Weißt du, der Reim kann mir irgendwann mal ein bisschen legen. Und zum Glück, dass ich ein Stückchen Käse habe. Weil das hat Roberta ja gern. Weil Käse grüßt man nicht nur in Appenzell und in Winterthur. Nein, in der ganzen Schweiz vor. Zürich bis auf Bern. Und sicher hat auch die Lena Käse sehr gern. Hast du nicht gern Käse? Nein, nicht gern Käse. Aber du hast sicher gern. Schocki, ja Schocki, Wotti, drum gang jetzt da an die Bar von Teletop. Dort gibt's ein Schocki für dich. Und wenn's das sie nicht kennt, dann sagst ich hätt's gesagt, der Pumpernickel, das bin ich. Oh, das hast du schon überkommen. Gerade noch. Für Lena. Sie hat zwar kein Lied wählen, aber ich habe sie jetzt trotzdem. Jetzt haben wir ihr gleiches Lied gemacht. Hey? Wie unverschämt ist denn das? Was geht dir in dem Moment durch den Kopf? Tausend Gedanken, Blitz und alles? Oder, Ja. Also eben, das ist so ein bisschen die Improvisation, jetzt muss ich weiss nicht, was passiert. Ah, ist es ein Mädchen und dann wollte ich sie anschauen und auf eine Art auf sie eingehen. Aber ich singe meinen eigenen Kindern eigentlich recht viele Lieder zum Einschlafen, das ist ein bisschen mein Trainingsfeld. Improvisierte? Ja, aber sie sagen in letzter Zeit, seit etwa 3 Monaten sagen sie immer Zebra und Giraffe. Also ich mache euch ein Lied, was wollt ihr? Ja, Zebra und Giraffe. Und am nächsten Abend wieder. Ich mache euch ein Lied, was wollt ihr? Zebra und Giraffe. Also seit 3 Monaten singe ich immer wieder neue Lieder. Zebra und Giraffe-Lied, los. Nein, das gibt es nicht. Das ist natürlich immer ohne Gitarre, weil ich habe Gitarre nicht am Bett. Oder? Dann mache ich irgendwie so. Ich gehe durch den Wald. Und bipaf. Und wer sehe ich dort? Pop, ein Giraffe. Schubidubidum. Und ein Eichhörnlein. Dumm. Das ist ziemlich klein. Bum. Und es läuft am Giraffe der Hals durch. Und oben schaut es oben ab. Und wer ist dort unten vergraben? Ja, wer ist denn da? Es ist schwarz und weiß, ein kleines Bom, 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 Bom. Zebra. Bing. Irgendwie so. Hey, können wir ein bisschen gut ein bisschen Applaus haben? Das ist ja richtig cool. Du kannst sehr gut reimen. Das hilft sicher schon mal. Ich würde sagen, aber das ist wirklich ein Trainingsding, oder? So, das Reimen kannst du eigentlich trainieren. Das finde ich, kann eigentlich jeder trainieren. Das ist ein reines Skill. Was reimt Skill. Sich auf Gitarre? Knarre. Auf Sofa? Bist auch da. Auf die A machst du immer, immer, das ist das Einfachste. Kannst immer A am Schluss, das ist immer einfach. Sofa, Mofa, so, ja. Hip-Hop könnte viel besser reimen wie ich. Das ist wirklich so. Respekt, Ali. Respekt, was jetzt musst du noch so ja, machen, gell? Respekt allen Hip-Hopper. Ja, wirklich, du kannst es aber schon auch ein bisschen. Also ich glaube, du wärst noch ein guter Hip-Hopper. Ja, aber du sag jetzt mal so, ich konzentriere mich mehr auf Geschichten. Weil wenn ich länger auf der Bühne stand, dann produziere ich Geschichten und dann versuche ich natürlich auch so Figuren, die entstehen, wie jetzt so ein Müsli, Roberta oder so, über einen Abend weiterzuziehen. Und ich möchte eigentlich Geschichten produzieren. Und darum bin ich jetzt nicht so ein Reimfetischist, würde ich sagen. Ja. Okay. Ich habe eine lustige Frage da. Nachdem ich die aufgeschrieben habe, habe ich noch gefunden, hey, das ist eigentlich eine gute Frage, irgendwie ein bisschen komische, aber wie viel Vorbereitung braucht Improvisation? Gell, ist nicht schlecht, komm jetzt. Ja, ist eine gute Frage. Jetzt habe ich schon zu lange nachstudiert für einen, der improvisiert. Ja, muss Improvisation schnell sein?
ich vergleiche es immer mit Fußball. Ich bin großer Fußballfan. Sind der FC St. Gallen. FC St. Gallen. Muss man FC SG, hat St. Gallen Fans da? Ui, St. Gallen, Oli. Gut, der Kameramann ist St. Gallen Fan, aber FC Winterthur ist ja auch sympathisch. Ja. Fußball ist hundertprozentig improvisiert. Mhm. Okay, aber trotzdem muss ich viel trainieren. Und natürlich hat Fußball ein System, aber was passiert, wenn du den Ball überkommst, das weisst du nicht. Und die Vorbereitung, die ein Fußballer braucht, ist eigentlich nur, dass er parat ist. Oder sie, das nennen sie ja irgendwie manchmal auch so, ich bin irgendwie nicht parat gewesen. Er muss einfach. Ja, ich weiss das auch nicht. Und das muss. Wie ist denn genau deine Vorbereitung? Also einfach die ganze Schule wird jetzt, oder das Training? Oder? Meine Vorbereitung, ich bin einmal in Amerika, mache jetzt schon viel, viel länger Impro so als Tradition und die saufen einfach an der Bar einen Drink. Also es ist sehr individuell. Also da habe ich so, weißt du, ich habe so meine, die Gurus gesehen, wo du findest, hey, das ist jetzt wirklich ein grosser. Mhm. Und der ist einfach 2 Minuten vor der Show ist er an der Bar gehockt und hat irgendwie ein Bier gesoffen. Und dann habe ich gedacht, schade, weil wir tun uns, ich tue mich immer sehr gut aufwärmen, auch ein bisschen Körper bewegen und so, dass ich eigentlich parat bin. Ich glaube eben, das ist individuell. Der Maradona hat ja auch nicht so viel gemacht vor dem Match. Okay. Wie ist es dann, wenn so ein richtig cooler Song entstanden ist? Reizt dich dann das nicht, um den irgendwie zu behalten und eben gleich nochmal irgendwo zu bringen? Oder plötzlich hast du irgendetwas, das mega cool tönt und wo mega passt? Ja, das stimmt schon. Also, ich habe eine Zeit lang auch Lieder geschrieben. Ich habe mal ein Duo gehabt, es hat Fritz und Gisela geheissen. Und dort habe ich mal ein Lied auf Winterthur geschrieben, am Bahnhof zu Winterthur. Aber ich kann es nicht mehr spielen, ich habe den Text nicht mehr. Könntest du jetzt improvisieren, oder? Letzte habe ich mal, wo Brad Pitt und Angelina Jolie sich getrennt haben, hat das Publikum gesagt, ich soll einen Brangelina-Song machen. Und den habe ich eigentlich noch cool gefunden. Ja, es ist mein Metier, ist die Improvisation und das Schöne daran ist, dass du immer wieder eine neue Chance hast. Ja. Kann man den Brangelina-Song in dem Fall jetzt schnell anspielen? Also ich weiß nicht, also wie der gegangen ist. Also für das, dass du auf Improvisieren stehst, bist du also nicht so... Nein, ich vergiss doch die Songs wieder. Dann improvisierst du. Ich finde das noch cool, wenn du einfach jemandem kannst sagen, wenn nichts kommt, dass ich aber jetzt improvisier doch. Improvisier doch einfach so als... Lass, mach es. Mal ein bisschen spontan, ja. Weil schau, ich habe wirklich noch ein Bitte an dich. Ja. Es ist Sonntag und wir haben hier sehr, sehr intensive Tage hinter uns das mit dem ganzen Team. Ja, das glaube ich. Und man sieht ja nur immer uns hier vor der Kamera, oder? Ja. Und es hat so viele Menschen, die hier überall noch im Hintergrund am Arbeiten sind. Und ich habe gedacht, wenn wir jetzt dich hier haben, dann könntest jetzt du für unser ganzes Team so einen Dankensong, so eine wunderbare Hymne für all diejenigen, für Zora, die hinten dran arbeitet. Okay. Für Anina, die die ganze Zeit... Also gut, das ist warte, jetzt schau, ich kann euch etwas vorbereiten. Ah, du hast sogar noch etwas vorbereitet. Ich stand mal auf, ist gut. Ich bin nicht so gut im Improvisieren wie du. Weißt du, dass ich mich bewegen kann? Darfst du gerne ein bisschen vorne runter? Ein bisschen tanzen zwischen diesen Pflanzen. Auf Tanzen räumt sich meistens Pflanzen. Also, herzlichen Dank an dieser Stelle als ganze Team, das hier unglaubliche Arbeit immer macht. An alle, die hinter der Kamera, in der Regie, in der Maske oben, mit der ganzen Vorbereitung. Danke an alle, die das überhaupt möglich machen. Es sind eben nicht nur wir hier auf dem Sofa. Achtung! Sub, 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 danke. Danke, danke. Es gibt jetzt keinen Franken, aber es gibt ein grosses Danke. Und der Song da ist für den Kameramann. Aber hey, du bist doch eine ignorante Sau. Weil hinter dieser Kamera da steht nämlich eine Frau. Hey, vielmal danke da, der Kamera. Aber die Regie ist natürlich auch dabei. Und die wird jetzt zum Beispiel ausflippen, wenn ich irgendetwas mache, dann muss er irgendwo umschalten. Dann denkt er, und der Typ hat im Fall keinen einfachen Job, weil wenn der einfach da irgendwo rumläuft, oder, dann muss der Regisseur irgendetwas drucken. Hey, aber der Typ ist im Fall cool, das glaubst du nicht. Hey, der denkt, du kannst doch umeinander springen, ich bin doch nicht blöd, weil ich bin immer dabei. Schließlich bin ich die Regie.
Und es gibt natürlich noch mehr, die ihr nicht seht. Zum Beispiel die da, das ist Anina. Und Anina ist eine super Frau. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Unterlagen vergessen und bin da reingefahren mit dem Auto. Und hat mich natürlich niemand reingelassen, da musste ich Anina anrufen. Und sie hat mich reingelassen, weil die Anina und auch Zora. Zora ist das drin, Zora. Ja, ja, sie hat eine gute Darmflora. Zora. Ja, weil sie nimmt jeden Morgen einen Milchtrink. Schub, schub, schubiduba. Da-dam, zwip, zap, schubidamba. Der Song ist für euch, der Song ist natürlich auch für alle Gäste, die gekommen sind da an das schöne Winterfest. Und es freut auch mich, bin ich da in Winti. Danke. So, jetzt haben wir Gitti wieder. Die Regie hat mir jetzt gerade auf die Uhr gesagt, das ist Anina, ist begeistert. Und ich glaube auch Zora strahlt über beide Backen und auch bei den anderen hat es gepasst. Ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk. Können wir nachher schnell zusammenhocken? kann ich das aufnehmen und dann verschenke ich einfach Songs auf die Weihnachten? Mhm. Also vielleicht mal noch eine Einnahmequelle. Ich könnte improvisierte Songs, also zu den Leuten an die Türe kommen, das wäre super. Singen, ja. Ich würde sogar Geld ausgeben für so etwas im Fall. Wirklich? Das ist eine gute Idee. Ja. Also, du verschenkst einfach keine Songs auf Weihnachten. Was denkst du, machst das schon? Nein, aber also, weißt, ich bin dann schon auch froh, wenn ich an der Weihnachten mal nicht muss improvisieren muss. Aber meine Schwiegermutter, die ist so eine Planerin. Also wenn sie jetzt, die schaut dazu, die plant immer alles. Und die macht dann so ein Büchlein mit Weihnachtsliedern. Und dann muss ich einmal C, G, F und so die Sachen spielen. Weißt du, mit so «Oh, du Fröhliche» und so. Aber ist cool. Also. Du bist nicht nur der Pumpernickel unterwegs, sondern du machst auch noch Theater. Du hast im Musical «Ewige Liebe» gespielt. Und du hast ja selber seit 2005 ein eigenes Theater, gell? Mit 4 Schauspielkollegen. Ja, wir haben eine Theatergruppe gegründet, die sich rein der Improvisation verschreibt. Und wir machen die Improvisation in den verschiedensten Formen. Improvisierte Krimi, improvisiertes Musical, improvisierte Theatersport, kennt man vielleicht, wo so zwei Teams gegeneinander spielen. Und wir haben ein kleines Theater in der Binz in Zürich, das wir selber betreiben. Das ist das Theater Töpferei. Und dort spielen wir mit dem Theater an und für sich. Das ist so ein bisschen meine improvisatorische Heimat. Okay. Und, ja, kommen wir mal vorbei. Unbedingt. Mit dem neuen Programm bist du auch noch unterwegs. Also, neues Programm. Das Programm ist ja immer neu, oder? Das ist wahrscheinlich jedes Mal wieder anders. Es heisst Liederfiguren. Finde ich wirklich Liederfiguren. Finde ich einen schönen Titel. Ist wirklich cool. Danke, deine Vorstellungen sind in dem Fall jedes Mal wieder anders. Ja, das ist so. Ja. Die sind immer wieder anders. Es ist ein Dialog mit dem Publikum, würde ich auch sagen. Es ist wirklich so, dass es auf das Publikum drauf ankommt. Ich rede am Anfang auch viel mit den Leuten im Publikum. Oder? Jetzt, da könnte ich jetzt auch mit den Leuten reden. Und schaue ein bisschen, was wollen sie, woher kommen sie, wer sind sie. Und darum ist es dann oft auch, hat es einen Bezug zum Ort. Ja. Oder wenn ich jetzt irgendwo in einer Firma spiele oder so, dann versuche ich halt auch darauf einzugehen, was passiert. Das ist, glaube ich, die Stärke auch wieder von der Improvisation. Ich kann wirklich auf die Situation eingehen. Und darum ist jede Abend tatsächlich anders. Das ist so, ja. Und wenn es nicht so gut läuft, dann kannst du sagen, ja, es sind einfach schlechte Geschichten rum heute Abend, oder? Ja. Oder eigentlich musst du aus allem, wäre ich im Faulen, oder? Musst du eigentlich aus allem... Dann muss ich es zum Thema machen. Also quasi die Frage, oder? Ich komme immer wieder, ja, was machst du denn? Wenn der 9. in den Sinn kommt, dann denke ich, muss ich das zum Thema machen. Dann unterbreche ich vielleicht einmal den Song und sage, hey, was ist jetzt passiert? Oder wo stand ich jetzt genau? Ich glaube, das Prinzip der Improvisation ist einfach, die Situation immer ernst zu nehmen. Und natürlich auch Mut zum Scheitern zu haben. Es kann auch mal in die Hose. Das ist wirklich so. So ist das Leben, oder? Hat es dann mal den Moment gegeben, wo du einfach auf der Bühne gestanden bist und vielleicht einfach noch irgendwie auch ein komischer Kopf oder etwas nicht ganz bei dir und es ist einfach nicht gegangen? Weil eben, du verlässt dich da auf etwas, wo ein bisschen, also, ja, ja. nicht da ist, oder? Aber der Fuß,
den Vergleich mit dem Fußball. Gut, der Trainer kann auswechseln, okay, aber ich muss einfach weiter shooten. Wenn der Ball kommt, ich muss einfach etwas machen. Das heisst, die Leute fragen mich manchmal, hast du ein Blackout? Und yeah. Ich glaube, es gibt keine Blackouts, außer du kannst in Ohnmacht. Ja. Weil es ist ja immer irgendetwas da. Also heisst, Blackout heisst ja einfach, ich weiss nicht mehr, wo ich eigentlich durch wollte, oder wenn ich einen Vortrag habe. Aber wenn du improvisierst, gibt es keinen Blackout, sondern hast einfach eine blöde Idee gehabt. Und das ist ja immer so, oder? Wenn ich sage, dumme Sau, weil sich so Frau reimt, dann denke ich vielleicht innerlich auch, ja, super. Aber ja, du hast keine andere Wahl. Also du musst weiter. Das ist die Impro. Aber das ist so ein bisschen, ja, das ist das Coole daran. Halt. Du stehst ja. Ein bisschen auf das, hä? Ja. Ich bin auch noch froh, so in einer halben Stunde, dass ich da noch so ein paar Zettel habe und vor allem auch noch jemand im Ohr, die liebe Janina. Janina, die dir sagt... Wo mir sagt, Corinne, es ist jetzt dann langsam zu weit. Du musst dich verabschieden, sagt sie gerade eine Minute. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank. Leiterfiguren, unbedingt schauen. Jeden Abend etwas anderes. Und wenn es nicht so gut läuft, eben, kann ich auch das Publikum dann Einfluss darauf nehmen während der Show. Absolut, ja. Ich mache jetzt neu auch ein kleines Musical, weil ich habe ja Ewige Liebe gespielt und habe dort Musical-Erfahrung gesammelt. Ja. Und jetzt mache ich das ganz komprimiert im Kleintheater, improvisiere ich ein Musical. Ja, und das ist ein bisschen... improvisiert mal schnell ein Musical. Ja, wieso nicht? Ich versuche es zumindest. Pumpernickel, danke vielmals, danke dass du dir, da Gori, bist. Merci noch ganz einen schönen Sonntag. Herzlichen Dank fürs Zuschauen hier an der Wintermesse und die Heime. Ganz eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit unserem Top-Talk-Marathon hier live aus der Halle 2.